Moin Moin Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Spielmodus. Und zwar spielen wir heute mal Flash auf dem schönen, guten, neuen Bergwerk Lab Server. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Ja, Moin Moin Leute und auf jeden Fall, für mich ist es wirklich Moin Moin, denn heute ist Freitag und ich habe heute Freitag frei. Und es ist nämlich so, dass ich heute keine Schule habe, weil Zeugnis und Notenbesprechungen und so weiter sind. Und ja, es ist jetzt aktuell gerade 7.27 Uhr, also morgens. Und ja, hier scheint eine Runde gleich zu starten mal. Ja, sehr gut, dann gehen wir da mal rein. Wir spielen im Ponyktopf und ja, wer Flash nicht kennt, ja, es ist das gute alte Waffle Run. So, und ich stelle meine FOV einfach mal auf normal dafür, wenn es damit eigentlich ganz gut geht. Wop. Es gibt ja hier auch noch nicht unbedingt einen Bug, aber es gibt ja sowas, so eine kleine Abkürzung auf der Map, glaube ich. Die hat der Crafting Pad mal gezeigt. Und zwar muss man dazu einfach hier runter halt im Prinzip. Und dann hier nach vorne und dann da hochschieben. Ich glaube, ich stehe echt gleich wieder auf Quake Pro. Es sieht zwar nicht so geil aus mit Quake Pro, wenn es echt richtig verzogen ist. Aber ja, ich glaube, ich persönlich spiele doch fast lieber oder besser auf Quake Pro. Mal sehen, Honigtopf ist eine Map, die ich persönlich schon auch ein bisschen schwierig finde. Aber grundsätzlich finde ich, geht die Map voll klar. Die gab es ja früher auch schon, damals auf Nexus Server, dem Minecraft Arcade Server. Denn ja, wer Flash nicht kennt, ich glaube auch einige Leute haben es schon mal in den Videos angesprochen. Flash ist ein Spielmodus, okay, Quake Pro ist doch zu hoch, glaube ich. Flash ist ein Spielmodus. Er ist in dem Sinn eigentlich nicht neu, denn auf dem minecraftarcade.de Server gab es diesen ebenfalls bereits. Wurde ja von Saphir programmiert, das Ganze, und das gibt es jetzt hier und auch auf Bergwerk Labs, das ich sehr, sehr geil finde. Es gibt ja auch einige Updates, also ich glaube, es gibt noch die ein oder andere neue Map, die es dann damals noch nicht gab. Und es gibt diesen Instant-Töten-Button, also ich kann mich jetzt hier töten, dann wäre ich einfach hier zurückgesetzt im Prinzip. Finde ich eine coole Sache auf jeden Fall. Und ja, ihr merkt schon, Waffle Run oder eben das ganze Spiel hier habe ich schon doch etwas länger nicht mehr gezockt. Und man sieht auch, ja, hier, es ist übrigens auch gerade die allererste Runde, ja, die ich hier spiele auf Bergwerk Labs. So, aber ich soll jetzt ja mal nicht so fehlen die ganze Zeit, denn ich war früher doch auf jeden Fall mal gut darin, kann man so sagen. So, auf jeden Fall muss ich mal irgendwie ein bisschen hier aufspielen und nicht irgendwie in die Mitte rein, genau. So, mal sehen. Wupp, da überholt mich gerade einer. Aber den holen wir uns. Okay, der ist doch relativ gut, verdammt. Oh komm. Ich sag jetzt erstmal echt ernsthaft, die Map ist nicht schwer am Anfang. Der schwierige Teil kommt erst noch. Ja, aber ich feiere es auf jeden Fall, dass es einen Spielmodus hier auf Bergwerk Labs wieder gibt. Richtig geil auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich vielleicht doch auf Quake Pro spielen. Vielleicht würde ich dann besser treffen oder die Sprünge besser, keine Ahnung, weiß nicht, aber es sieht dann extrem scheiße aus, wenn das mit dem Speed so verzogen ist und nee. Da kriegt man noch Augenkrebs am Ende davon. So, okay, hallo. Dieser Speed, such Speed, ja, ihr wisst Bescheid. So, hier hoch, hopp, zack. Ja, und was ich ansprechen wollte, Leute, oder was ich fahren wollte, hättet ihr mal Bock drauf, dass man so ein Video mache, wo ich euch zeige, wie ich meine Videos schneide zum Beispiel. Das wurde eigentlich schon ein paar Mal gefragt. Ich habe einfach gedacht, ja, also wenn das Interesse besteht, dann könnte ich sowas gerne mal machen. Und ja, ich fahre jetzt einfach mal. Also hättet ihr Bock, dass ich euch irgendwie meine Render-Einstellungen oder sowas zeige, oder ja, ganz einfach, wie ich schneide und wie ich das Video am Ende rendere dann. Einfach, ja, hätte ich ja Bock drauf, weil ich habe Zeit, ja, ich habe wirklich Zeit, solche Dinge zu machen, denn ich habe jetzt noch eine Woche Schule und danach habe ich Sommerferien, also auf dem 3.7. habe ich Ferien, sondern es endlich geschafft, holy shit. Man merkt schon, ich bin da richtig aus der Übung auf jeden Fall und da wusste ich, dass ich fehle. Aber wenn man jetzt mich einfach mal so vergleicht mit den anderen Mitspielen hier, da kann man schon fast sagen, ja, ich bin eigentlich gut. Und jetzt hier, das war so ein Part, den habe ich auf Minecraft Arcade damals richtig gut geübt. Deshalb
habe ich es jetzt auch da relativ früh geschafft, so das hier soll ich eigentlich auch noch beherrschen, behaupte ich mal, wenn man ein bisschen früher abspringen würde. So, ich finde es richtig geil, dass man sich hier instant töten kann. Wenn man zum Beispiel hier reinkommt, so, dann erstmal warten muss, bis man da halt stirbt, dann ist das schon richtig, richtig dumm, finde ich persönlich, aber okay. So, mal sehen. Also reißen, ja, also es ist schon geil. Ich habe ja auch oft die Runden gewonnen damals. Und ich behaupte es einfach auch mal, es ist nicht unbedingt schwierig, Waffelrun zu gewinnen. Man braucht einfach Übung und dann läuft das schon. Es ist eigentlich auch ganz gut, um Spielmodus wie Jump League und sowas zu üben. Also wenn man allgemein Jump und Runs oder halt, ich sage es einfach, Jump League gut ist, dann bringt es das auf jeden Fall. So, und ich nehme jetzt hier mal die Maus weg von dem Instant-Tötungsding. Weil sonst könnte man ja eventuell noch instant sterben. So, jetzt brenne ich. Das ist dumm, weil jetzt könnte ich herunterfallen. Oder doch nicht? Ne, das passt. Okay. Ich habe auch so einen ganz guten Trick mal rausgefunden. Einfach immer Shift drücken und einfach einmal abspringen. Da kann man da ganz gut drüber über solche Einzelsprünge. Man kann natürlich auch direkt drüber rennen. Weil der Speed halt so groß ist. So groß ist. So. auf jeden Fall, ich feiere es übrigens, dass es diesen Spielmodus wieder gibt. Weil ich habe den geliebt und ich liebe ihn immer noch auf jeden Fall. So, das sieht ganz gut aus. Wir sind gleich auch bei Checkpoint 5. So. Vielleicht gewinnen wir die Runde ja noch. Wer weiß, wir haben noch 9 Minuten Zeit dafür. Oh, jetzt hätte ich mich instant töten können. Upp. Oh, und hier ist der erste Spieler. Oder derjenige, der erste ist. Den können wir uns schon holen. Oder schon gönnen. So, mal sehen. Wop, wop, wop. Wop. Ah, Mann. Okay, wobei, ich hätte mich jetzt gar nicht töten müssen. Weil ich war eh... Mann! Okay, jetzt habe ich doch ein bisschen Scheiße gemacht mit dem Instant-Tötungs-Button. Oder wie man den auch immer nennen möchte. Aber es ist auch ein Spiel, da kann man richtig ragen, behaupte ich. Also, ich bin früher hatte ich schon auch ab und zu so einen Rage-Anfall bei dem Spiel. Einfach, weil das Speed halt ultra abfuckt manchmal. Und ich weiß nicht, warum ich mich da immer töte, weil eigentlich müsste ich das gar nicht. Ach komm, jetzt schon. Oh nein, ich nehme jetzt das einfach weg hier. Sonst sollte ich mich die ganze Zeit. Aber das Spiel macht auf jeden Fall richtig Bock. Weil ich finde es richtig geil. So, aber jetzt vorsichtig. Hopp. Zack, vorsichtig. Und hier hoch. Boah, fast ausgefallen. Gut. Gut gemacht, Multi. GG, Multi. Hopp. Boah. Es ist nicht einfach, Leute. Es ist... Fuck. Es ist schwieriger, als es aussieht, wirklich. Aber man muss einfach... Man muss ein bisschen üben und dann hat man es drin irgendwann. Sag ich einfach. Ist bei mir genauso wie bei QSG. QSG habe ich jetzt auch. Oder spiele ich richtig aktiv in letzter Zeit. Und ich behaupte auch mal, ich bin eigentlich richtig gut geworden in QSG. Aber ist halt so eine Sache. Übung macht den Meister. Und ich möchte sowieso so ein PvP-Bootcamp machen, in den Sommerferien. Also, ich halt ganz viel streame und dann wahrscheinlich nur PvP, oder... Also nicht nur, natürlich gibt es auch andere Dinge, wie zum Beispiel ein 36-Stunden-Stream mit ganz verschiedenen Games. Und ja. Auf jeden Fall, wir haben 16 Checkpoint erreicht. Nein! Ich muss einfach ein bisschen vorsichtiger werden. Dann könnte ich den auch schaffen, ich war jetzt schon zweimal da oben. Und das will ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Aber wie gesagt, auf jeden Fall, ich möchte mich auch verbessern, allgemein im PvP. Übung macht den Meister. Und deshalb werde ich in den Sommerferien ganz, ganz viel üben mit euch. Habe ich auch, glaube ich, im letzten Video schon angekündigt. Mann, ich soll ein bisschen mehr Shift drücken manchmal. Und das ist auch schon den 7. Checkpoint erreicht. Oh, wow, 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 wow. Vielleicht jetzt doch nichts mehr mit der Runde. Ich weiß nicht. Aber ich meine, ja, es ist jetzt halt Freitagmorgen. Jetzt, bald 8 Uhr. Und da spielen halt auch noch nicht so viele Leute auf dem Server. Außer Leute, die vielleicht schon Ferien haben. Aber ich glaube nicht, dass es schon viele gibt, die Ferien haben. Alter! Ich mache immer den gleichen Scheiß-Fehler! Ich kann gar nicht richtig ausrasten. Mann. Nee. Das macht er nicht. So. Okay. Mal ein bisschen Tötungsmaschine gespammt. Alter, jetzt hat er danach den Checkpoint erreicht. Nicht sein Ernst! Ah, okay. Ohne Scheiß, Leute. Ich stehe auf Quake Pro wieder. Und ich will... Ne, so kannst du nicht spielen. Sorry, man, aber auf Quake Pro ist das Spiel unspielbar. Das kann man sicher nicht geben. Das ist ja gar nicht mal feierlich. So, gut, los, letzter Ansatz. Bevor der andere gewinnt, vielleicht. Wupp. So,
Nein, er hat es geschafft. Er hat es tatsächlich geschafft. Okay, jetzt haben wir noch 60 Sekunden Zeit, vielleicht einen Checkpoint zu erreichen. Das wäre jetzt schon mein Ziel. So, jetzt Shift-Taste hier schön benutzen. Und jetzt hier nicht mehr fehlen. So, da unten ist der Checkpoint. Okay, so. Und jetzt gibt es hier halt, das ist jetzt hier ein sehr, sehr sprintaufwendiger, wie soll ich sagen. So, ich habe den ersten Checkpoint erreicht. Den siebten dürfen ja. Nein! Den siebten ist auf jeden Fall noch möglich zu erreichen. Und der ist nicht unbedingt gerade schwierig. Aber ja, ich glaube, ich werde auf jeden Fall gleich nochmal eine Runde aufnehmen. Weil ich finde den Spielmodus schon richtig geil. Vor allem jetzt, wo man ihn wieder zocken kann. Wo man wieder suchten kann. Weil ich meine, es ist schon ein Minigame, wo ich behaupte, ja, das kann man suchten. So, na gut, okay. Siebter Checkpoint. Ich würde auch mal sagen, GG. Weil der hat gewonnen auf jeden Fall. Ja, nice Runde auf jeden Fall. Waren jetzt echt nur noch drei Leute am Ende. Ne, komm nicht. Oder doch? Keine Ahnung, auf jeden Fall Leute, falls euch das Video gefallen hat und falls ihr mehr sehen wollt, dann dürft ihr natürlich gerne eine positive Wertung da lassen. So, jetzt kann ich auf Quack Po stellen. Ja, auf jeden Fall, es gibt dann ja auch noch andere Minigames. Ich denke mal, die meisten dürften das wissen. Es gibt zum Beispiel Bad Wars Duel. Es gibt Coming Soon. Es gibt Beta. Es gibt Jump können wir auch gleich mal spielen von mir aus. So, einfach rein. Dann jumpt man hier halt so ein bisschen, fällt zufälligerweise mal runter und dann eben hier doch nicht. ja, ich glaube, das ist einfach so ein Modus, der noch kommen wird. Einfach so ein bisschen Jump and Runs hier. Finde ich auf jeden Fall auch eine geile Sache. Und Takashi ist da. Takashi. Moment, wir können ja mal schnell ins Hub gehen. Und ja, man kann ja auch Tab drücken, dann sieht man Spieler. Ich bin auch ein ganz normaler Spieler. Ich muss aber dann auch mal noch anfangen vielleicht. Ob es da irgendwelche, also Streamer-Ränge gibt es auf jeden Fall schon mal nicht, haben sie gesagt, aber ob es auch Premium Plus oder YouTuber, keine Ahnung, was da die Anforderungen sind, die können euch erkundigen auf jeden Fall, oder dürft es auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr wisst, was man da so für Bedingungen erfüllen muss, hier drauf, auf jeden Fall, bergerclaps.de ist die IP, ist im Moment immer noch Open Beta, wie man sieht, aber ich bin sehr optimistisch, dass hier bald mal was kommen wird, und deshalb würde ich sagen, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder, bis dann, mach's gut, tschüssi. We'll be right back.